Herzlich willkommen zurück bei Devil's Third. Wir sind gerade in einem Level, in dem das Spiel versucht, uns so ein bisschen zu vergraulen mit diesen Sequenzen hier, wo man Minen erkennen muss. Aber da kommt hoffentlich noch ein bisschen was. Ich wollte gerade sagen, ich bin interessiert daran, was nach dem Aber kommt. Tom, zwei Sachen. Erstens hat das Spiel dich gerade gewarnt und zweitens, du hast den Flamethrower drin. Du hast das weißt. Wie war das? Rechts. Rechts. Wir sehen genau, also ich spiele jetzt wieder. Leo hat seine Arbeit absolut hervorragend gemacht. Wisst ihr, was ich hoffe? Dass mit zunehmender Spielzeit quasi nur noch die als Gegner da sind. Dass nur noch die, wo... Bullet Sponges. Genau. Wie kommt eigentlich rechts, auf der rechten Wand ist ein Schatten von dem, was mich sehr verwirrt. Seht ihr das? Wie kommt der Schatten dahin? Ja. Aber was ich an denen mag, das ist mir gerade, als ich selbst gespielt habe, auch schon aufgefallen, ist die Kunst. Die sind sehr spratzig, wenn man sie trifft. Ja, das stimmt. Und das mag ich. Was ist dieser Schatten? Wirklich ein bisschen viel aus. Ich glaube, das ist, weil... Weil der Typ ist ja auch tot. Ach, nee. Jetzt... Nee, doch, ist immer noch da. Ja. Ist einfach, ja. Ist einfach nee, ich dachte, das ist vielleicht, weil hier drüber... Weil hier... Diese ja, Leute heißt, stehen. Ja, das steht direkt da drüber. Das ist von dem. Das ist ja hervorragend. Kommt dieser Schatten her. Der Tom. Großartig. Durchschaut einfach die Logik des Spiels. Wo ist die Leiche von dem großen Typen? Die ist explodiert in 1000 Teile. Ah, stimmt. Zusammen mit der Minigun, hä? Mhm. Und wie gesagt, Tom, das Spiel hat dich gewarnt, dass hier... Vorsicht, hier könnte eine Falle sein. Immer wenn diese komischen Leichen da sind, dann sind die halt oft gerne booby-trapped, habe ich festgestellt. Das hier sieht doch... Was? Wo? Was? Achso. Das ist eine Kumpulampe. Kann man die Lampen kaputt schießen? Nee. Aber es macht Geräusche, als ob du es könntest. No trespassing. Gott, sind wir badass. Gott, ist dieses Level lang und langweilig. Oh, guck mal, das ist okay, das ist ein ganz guter Hangarraum. Oh, Jesus. Ah, Jesus. Oh mein Gott. Oh Gott, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ah, ich muss hier weg. Und vergiss auch nicht, dass du theoretisch eine zweite Waffe anstelle deines leeren Raketenwerfers aufnehmen könntest bei Gelegenheit. Autsch. wie er seinen Mund aufgerissen hat, ohne aber einen Laut von sich zu geben, das sah lustig aus. Silent Rage. Ah. Gottes Zielen. Man vergisst es tatsächlich zwischendrin wieder, wie sich das eigentlich anfühlt. Ja, wenn dann so ein Leo das einfach auch so einfach aussehen lässt. Ja, das genau. Stimmt. So einfach so ungefähr auf Körperhöhe zielen und dann strafen. Ja, und den Auto-Aim ausnutzen ist das. Das habe ich tatsächlich nicht bewusst gemacht. Wenn ich das gemacht habe, dann unbewusst. Gott, diese Musik! Oh. Ja, ne, so. Sie möchte dich wirklich einschläfern. Sie wirkt doch überhaupt nicht wie, okay, hier ist ein Gefecht. Nee, weil das ist mournful. Du sollst wissen, dass es hier um die Welt geht und dein Country. Also für mich klingt es, als ob auch jemand auf einer Trompete schläft und versehentlich Töne. Oh, da war ja jemand. Genau neben mir. Mit einem Feuergerät. Feuerwerfer? Flammenwerfer. Feuergerät. Feuergerät. In einer Sprache, die das Wort Flugzeug erlaubt, ist auch Feuergerät gedacht. Dankeschön. Nebenbei gesagt, du hast wieder Muni für deinen Raketenwerfer. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber you do. Wurde offenbar aufgefüllt. Ja, also wie er ihm die... Habt ihr das gesehen? Ja. Seine Beine waren schon weg. Und er hing dann trotzdem noch dran. Komm her. Jetzt bräuchte ein richtig geiles Kontersystem, wo du jemanden parierst. Und dann das wäre cool. Das stimmt. Ja. Aber das wäre zu cool. Platinum, macht euch ran. Wenn ihr mit dem Patch-Support für Babylon's Fall fertig seid, dann wirklich? Macht euch daran, Devil's Third nochmal neu aufzulegen. Da hätte es nochmal 3 Jahre mehr Entwicklungszeit gebraucht für coole Konter. Damn. Nebenbei den anderen noch weggeschmetzelt. Du darfst aber nicht, Tom. Wir haben dir das gesagt. Itakage möchte das nicht. Ja, Kage möchte, dass du das spielst wie Call of Duty und Gears of War ausgründen. Aua. Ja, das jetzt wollte ich spielen wie Vanquish. Ja. Das hat auch nicht funktioniert. Und so wie in Vanquish bist du gestorben. Die ersten paar Male war das in Vanquish bei mir wirklich so. Ja. Das brauchte bei mir ein bisschen geklickt. Vanquish ist sehr frustrierend für mich, weil ich... ich weiß gar nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, aber ich habe versucht, Vanquish zu streamen und meine Performance war leider sehr schlecht. Und ich meine nicht meine Spielperformance, sondern, also nicht meine als Spieler, sondern die von meinem Rechner. Also, damit ihr das versteht. Also, was ich meine. Ja, ich habe mir Vanquish und Bayonetta, glaube ich, jeweils zum 7. Mal vor ein paar Monaten nochmal als natives Xbox Series
Ex gekauft, weil die haben Ports bekommen. Und gespielt? Nein. Natürlich nicht. Ein bisschen. Spiel doch nicht so Crap, Alter. Vanquish habe ich ein bisschen gespielt. Spiel doch nicht die Spiele, die ich mir kaufe. Ich hatte in der Sekunde Bock auf Vanquish, habe dann Level Vanquish gespielt und mir so, okay. Das ist, ich habe es in einer letzten Folge schon mal erwähnt, das ist der Grund, warum ich gerade die Tomb Raider Reboots nachhole. Dadurch, dass ich gerade kein aktuelles Gaming-System habe und die aktuellen Spiele nicht spielen kann, dachte ich mir, warte mal, hast du nicht ein 800-Spiel-Pile of Shame? Dann, wie wär's denn, wenn du Rise und Shadow nachholst? Ich finde, also ja, das ist ein schönes Spiel zum Nachholen. Der Tom ersetzt einfach sein Assault Rifle durch ein Assault Rifle. Leider, also diese Spiele, eigentlich versuche ich jetzt was erwähnt, weil es gibt ein recht aktuelles Interview oder einen recht aktuellen Kommentar von Rihanna Pratchett, die ja Rise of the Tomb Raider geschrieben hat, wo sie halt meinte, dass sie sehr aktiv versucht hat, die Story, eine andere Story zu schreiben, wo es halt quasi um das Trauma geht, das sieht man ja auch so in Auszügen ein bisschen, dass sie halt vom ersten Abenteuer mit sich gezogen hat. Ich meine mich zu erinnern, dass der erste Ankündigungstrailer von Rise of the Tomb Raider damals auch ein Gespräch von ihr mit einem Therapeuten war. Ja. Aber das wurde vom Publisher dann zurückgewiesen und die haben halt gesagt, das muss sich um ihren Vater drehen. So, ihr Vater muss die Motivator sein und so. Und Rihanna Pratchett hat dann so gesagt, so, ich kenne mich ganz gut aus, wenn man durch seinen Vater ständig definiert wird und habe versucht zu erklären, wieso ich gerne in eine andere Avenue gehen wollte, aber das durfte ich nicht. Ja, das ist ein bisschen schade. Ja. Die Anschlussfrage wäre jetzt, für wen muss ich mich an diese ganzen Anachronismen in der Tomb Raider Story wenden, an Rihanna Pratchett oder an den Publisher? Was meinst du? Naja, zum Beispiel, dass da ein Gulag gibt, was in den 80ern aktiv war, obwohl das letzte Gulag 1960 geschlossen wurde. Soweit du weißt. Shut the fuck up. Shut the fuck up. In Wahrheit? Ja, shut the fuck up. Ja, da kannst du dich, glaube ich, an Rihanna Pratchett wenden. Ja. Und ich meine, ich finde die auch nicht, also ich will, Gott, bergauf geht das nicht so gut. Das ist mir gerade nur so eingefallen, ich wollte halt eigentlich darauf hinaus, dass ich jetzt sowieso nicht finde, dass diese Spiele besonders, also ich fand immer, ich habe immer das Potenzial gemerkt, aber die sind alle, also ich finde, die sind besser als der erste Teil geschrieben, aber nie gut. Ja, die sind okay. Und ich mag halt einfach wirklich legit, ich mag die Sprecherin von Lara Croft nicht. Die mag ich auch nicht. Das klingt so, ich weiß, dass das nicht der Fall ist, aber es klingt so, als ob sie so tut, als wäre sie Britin übertrieben. Und wie dann Lara in jede Ruine kommt, sagt, wow, this looks amazing. Das finde ich so unnatürlich. Ja, es ist, wobei ich sagen muss, am meisten muss ich wirklich lachen. Beim ersten, also bei Tomb Raider. Mhm. Jedes Mal, wenn Lara so eine Truhe öffnet, nachdem man eins von diesen optionalen Tombs durchgemacht hat, und sie macht jedes Mal denn das ist wie Archäologie funktioniert. Du machst eine Truhe auf und in der Truhe befindet sich etwas. Oh, und dann ist es ein Maschinengewehr. Du musst mit dem Nahkampf aufhören, Tom. Nee, das war gerade nicht meine Absicht. Die standen ja dann plötzlich hinter mir. Ja, wenn aber auch dann würde ich sagen, schieß sofort los, weil die haben literally keine Verteidigung gegen deine Fernkampfwaffen. Die werden einfach zerfetzt davon. Ja, nee, ansonsten, die Sprecherin von Lara ist, glaube ich, auch gleichzeitig ihre Motion Capture Actress. Vielleicht hätte man da einen besseren Kompromiss finden können, irgendwie nochmal eine zusätzliche andere Sprecherin oder so. Ja, ich mag das. Ich glaube, das ist auch legit einfach eine Schauspielerin, glaube ich. Ja, ja. Kann schon sein, ja. Ich mag die leider nicht gern. Ja, dann schalt doch auf Deutsch und hör dir noch Rajona an. Ganz ehrlich, ich finde das passender. Also, obwohl ich weiß, das stimmt nicht. Aber ich sehe. Aber sie spricht ja auch noch nicht in jedem Teil, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nur in ausgewählten Teilen. Ich weiß auch nicht, welches. Also im ersten war sie, glaube ich, relativ prominent in die PR eingebunden, ja, oder? Ja, aber ich bin halt nicht sicher, ob es wirklich jeder Teil war. Na, also dann in Rise oder Shadow nicht mehr sozusagen, ja. Stress. Ich will die Melee. Provozierst es wirklich auch mit deinem Nahkampf, du? Jetzt mach ich es einfach aus Trotz. Ja, ich merk das. Du bist doch vorhin an einem Sledgehammer vorbeigelaufen. Mit dem das auch noch? Leichter. Aus. Kommt da jetzt jemand?
Davon ausgehend, die Autorin von Shadow of the Tomb Raider, Jill Murray, mit der hat sie damals auch ein Interview gemacht für Hook damals, für einer Preview. Ja. Hat da so eine Anekdote erzählt, weil da ging es halt darum, ich glaube, das hat auch Rihanna Pratchett erwähnt, bin ich mir aber nicht ganz sicher, wo gesagt wurde, nice, wie halt diese Nummer von Männer schreiben, sind verantwortlich für eine Geschichte und dann gibt es einen weiblichen Charakter, weiblichen Hauptcharakter und wie diese Person meinte, wie oft sie den Satz so gehört hat, jetzt wo ich selbst eine Tochter habe, verstehe ich endlich, was so war. Und sie schreibt halt so, hattest du nicht vermutlich auch eine Ehefrau schon einige Jahre oder sonstige eine Partnerin ja einige Jahre davor? Warum brauchtest du eine Tochter dafür erst? Und da hat dann Jill Murray drunter gepostet. Mein Lieblingsding war der Creative Director, der ständig sagte, meine Tochter ist die bravste Frau, die ich kenne und nicht seine Ehefrau, die sich um diese Tochter alleine kümmern muss, während er zum 8. Mal Breath of the Wild durchspielt. Genau so hat Jill Murray das auf Twitter gesagt. Das wäre lustig. Ich dachte mir so, Jesus Christ. Holy shit. Oh, boy. Da habe ich sehr viel Freude dran, wie diese Frauen in der Industrie dieser 10 Jahren so fädet. Ja. Oh. Ich frage mich, ob er ein Boss sein könnte. Wer bist du denn? Den haben wir noch gar nicht gesehen. Der war doch nicht Teil von... Oder doch? Was ist denn das für ein Aktion? Die Lippenbewegung. And there you are. Also Tom gibt sein Bestes, um mit seinen Händen zu kämpfen. Ich wollte gerade sagen, ich fühle mich gerade sehr beleidigt. War er Teil von diesen Rückblenden? Nicht, dass ich es gesehen habe. Das sah da auch sehr anders aus. Yes! Itakagi, du bist der richtige Mann, um über diese Themen zu reden. Sie haben immer ein Leerzeichen zwischen ihrem Fragezeichen und den Sätzen. Oh, er fängt sofort an. Keine halben Sachen. Kann ich respektieren. Also, so wie du aussiehst, brauchst du das nicht. Du bist wirklich das krasseste Muskelpaket, das ich je gesehen habe. Er nimmt 2 Mal am Tag so eine. Das ist einfach sein Dosis gerade. Alter, Nebel und Rauch kann diese Konsole nicht. Und diese Engine nicht. Es sieht genau gleich aus. Seine Gesichtsanimation macht mich ein bisschen fertig. Ja. Sir, this is an Arby's. Was geht? Wirklich, was geht denn mit deiner... Was hast du hier für einen Talk? I don't even know who you are. Oh, er hat sie auch. Entschuldigung, was hast du gesagt? Zaha. Ah. Grundler Zaha. Oh mein Gott. Entschuldigung. Das Ding hat bei ihm jetzt wirklich fast nichts verändert. Er wurde noch mal ein bisschen muskulöser. Ja, ich sag ja. Sieht genauso aus. Cool. Die macht die Musik immerhin ein bisschen was. Wo, also ich verstehe gar nicht, wo dieser Mann jetzt herkommt. Afrika. Hat er gerade gesagt. Hörst du nicht zu, Mann? Oh, das weiß ich doch nicht. Oh, meine Mini-Waffen wieder. Oh, dieses Afrika, was ist das? Fantasieland! Hab ich sie hingeschmissen? Aua. Hast du die Cookie weggeschmissen? Ja, und ich habe ihn nicht mal getroffen. Ich wollte gerade sagen, bist du gezwungen, eine Fernkampfwaffe zu benutzen? I like das it. Hat mir wirklich gar keinen Schaden gemacht. Nee, wirklich nicht, ne? Vielleicht mit der MG, vielleicht macht bisschen, die mehr Schaden. Ich wüsste nicht wieso, aber wer kennt schon die Regeln dieses Spiels? Nee, das macht wirklich gar keinen Schaden. Aber aufgeregtes Violin erzeugt das gar nicht. Die Musik ist mal. Das kann ich respektieren. Das ist nicht. Es gibt keinen Lock-on, oder? Oh fuck. Nicht klasse. Oh, das ist erst nach 2 Stunden Quick-Time-Event. Ein random Quicktime-Event, bitteschön. Was könnten wir an dieser Stelle. Wie wär's mit Quicktime-Events? Aber Sir, ich konnte irgendwie nicht mehr dodgen. Du hast ein Messer im Kopf. Ding. Sir, das gibt's doch nicht mehr seit Spielen in 2000, seit 2009. Eben. Niemand wird damit rechnen. Ja, das ist schlecht. Aha, trotzdem. Ah, Jesus Christ. Zaha hat Zero Chill. Sir, ich habe eine Idee für unser neues Pitch-Meeting. Eine Tür, die man durch Button-Mashing ausklemmen muss. Gefolgt von einem schmalen Gang, durch den man sich durchpressen muss, um eine Ladezeit zu verschleiern. Alles, was ich von euch will, ist, dass ihr 40-Euro-Titel von 2007 spielt, bevor ihr diese Entwicklung startet. Oh mein Gott. Ich glaube, einer deiner Arme ist gerade weggeflogen. Ja. Das passiert manchmal, wenn man stirbt. Ich glaube, vielleicht sollte ich auch mehr einfach blocken statt ausweichen. Vielleicht bringt das ja genug. Ich probiere es mal. Wie die Musik einfach durchläuft. Ja, ist auch. Ja, auch Ladebildschirm oder so. Aber das gibt dem Ganzen eine gewisse Kontinuierlichkeit. Ich kann das respektieren. Oh, man kann den.
kannst ihn aus dem Slide raus punchen. Also ich kann diese Musik, wie okay, gesagt, er hat mit diesem Sprung versucht er mich quasi aus dem Block rauszubekommen. Und dann schmeißt er mir ganz viele Messer in die Brust. Oh, Tom, es ist kein From-Software-Spiel, er schießt ihn einfach. Es hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Also mit dem Block muss er da drauf. Ich muss in die Bewegung reinrollen, nicht instinktiv von der Bewegung wegrollen. Oh, Rommel ist broken. Dieses Reinrollen, das ist ein Call vor. Ein bisschen gebrochen, ja, weil du wirklich wenig Waffenschaden machst hier. Tom, oh ich hoffe, du weißt, dass ich das nur zum Spaß sage. Ich bin trotzdem empört. Du musst in die Reihe rollen. Du darfst nicht so nervös werden, Tom. Du willst dann zu viel. Hätte ich mal Sorcery geskillt. Ach, das bringt wirklich gar nichts. Oh boy. Also wir befinden uns irgendwie, ich glaube, 2 Wochen nach dem Release von Elden Ring zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Mhm. Ich nehme mal ganz stark an, wenn die Folge erscheint, ist es schon ein Monat oder so. Ja. Aber gerade jetzt redet immer noch die ganze Welt von Elden Ring. Mhm. Ah ja, übrigens, Stella Maynard erfahren wir ein bisschen was drüber. Aber nicht viel. Und das müssen wir uns merken, das ist nachher noch relevant. Ich muss aber sagen, für die Wii U sind das okay Ladezeiten. Ja, oh ja, ich habe schon Schlimmes befürchtet, nachdem, weil wenn man das Spiel startet, dann braucht es auch für YouTube erstmal eine Minute. Entschuldigung! Du hast auch dein. Nee, hast du gar nicht. Ja, danke, Rob. Ich freue mich schon auf seine nächste Phase, Saha Anthropus. Oh mein Gott. Aber ich soll das Maul halten. Das war gerade so richtig schön herzgefühlt. Ich hab die Grenze überschritten, weil der Tom Spaß empört ist und hab ihn wirklich sauer gemacht. Oh fuck. Aber ich soll die Fresse. I'm sorry, I didn't mean to annoy you. Also nicht so sehr. Ich genieße hier einfach. Hast du mal mit Flammenwerfer probiert? Hast du auch noch einen Flammenwerfer? Ich würde raten, dass der nicht viel Schaden macht, aber okay. Du hast gar nicht einen Flammenwerfer, sorry. Habe ich gar nicht dran. Sorry. Das ging sogar daneben. Ach so, das hat nicht, ja. What? Schon wieder? Wie kann eine Explosion daneben gehen? What the fuck? Okay, whatever. Also da kam dieses Symbol fürs Treffen, aber... Das hat auch nicht so viel gebracht. Das ist halt super, also nicht weird, aber halt irgendwie lame, dass sie halt einfach so sagen, so dieser Boss ist jetzt, nimmt jetzt Schaden gegen Nahkampfwaffen nur richtig und der nimmt nur Schaden gegen Fernkampfwaffen nur, dass man das nicht einfach ein bisschen entscheiden kann, sondern das Spiel sagt ja einfach. Ja, es ist wie Doom Eternal. Oh, ja. Aber dieser Move ist wirklich diese Messerwurfattacke, wenn du da schon Schaden hast, dann bist du einfach tot. Ja, also es kann vielleicht ein bisschen dauern. Ihr seid darauf eingestellt. Es tut mir nach wie vor leid. Ich glaube, es ist auch immer noch. Es gibt immer noch Auswirkungen davon, dass du mein Waffenset ursprünglich mal hattest. Auch wenn du mittlerweile wahrscheinlich ein paar Mal die Gelegenheit hattest, das auszutauschen. Also zum Beispiel hast du keine Pumpgun mehr, ne? Aber guck mal, wie ich ja wirklich versucht habe, dem jetzt auszuweichen und dann versucht habe, wenn er fertig ist, anzugreifen. Und die Zeit reicht nicht aus, immer, bevor er seinen nächsten Angriff macht. Ja. Vielleicht noch mehr blocken. Das fühlt sich nicht gut an. Ich hab geblockt, du hast gesehen, wie ich geblockt hab. Er hat es. Also ich hab das Gefühl, ich guck grad Elden Ring zu. Also ich mag's. Aber das ist richtig Damage gemacht mit der Combo. Der macht jetzt auch richtig Damage mit seiner Combo. Jetzt kommt er mit seinem Sprung, ja. Wie selbst da die Gelegenheit für Gegenangriff super gering ist. Oh, aber auch hier einfach plötzlich diesen Boss hier reinzusetzen. Das Einzige, was bisher nötig war, ist XXY. Und selbst das hat meist nicht funktioniert, weil halt... Hier macht er einfach das, Nahkampf, während ich eigentlich angreife. Moment, XXY, ist das Äquivalent zu auf normalen Konsolen YYX? Und vor allem hier ist es ja YYX. Das war normale Konsolen, was ich. Oh, also du meintest, das, was Tom jetzt tatsächlich drücken müsste an der Stelle, wäre YYX. Ja, das ist insane. Nintendo, why are you like this? Warum kannst du nicht wie normale Kinder sein, Nintendo? Ivan kann übrigens gut Drums und Gitarre spielen, Tom. Bloß halt nicht in dem Kampf hier. Das ist aber, eigentlich ist das Segas Schuld. Hä? Achso, die Controller meinst du? Das mit den Buttons ist Segas Schuld.
Weil Sega bei der Dreamcast auch diese Dinger hatten und die haben es einfach anders gemacht, als es Nintendo damals gemacht hat. Und dann hat die Xbox das so gemacht, wie Sega es gemacht hat. Und seitdem haben wir diese Verwirrung. Goddammit. Aber warum sollte die Entscheidung von Sega und der Dreamcast das beeinflussen, was die Xbox hinterher gemacht hat? Naja, Sega hat ja zum Beispiel Windows CE benutzt und als Sega raus war aus dem Markt, hat ja Microsoft auch viele Sega-Marken verwendet. Also ich könnte mir vorstellen, ist das dass das bestätigt? Zusammenhang... Ist das bestätigt, nee, dass die Entscheidung also, von... Dass das wirklich voneinander abhängt, ist nicht bestätigt. Das ist einfach nur... Es kann auch sein, dass das ein Zufall ist und Xbox das einfach anders gemacht haben, weil sie das anders machen wollten, als Nintendo es damals gemacht hat. Aber PlayStation gab es ja zu dem Zeitpunkt auch schon längst. Ja, ja, aber PlayStation die haben benutzt ja keine Buchstaben. Ganz andere Tasten. Deswegen also, das ist das egal. Punkt. Das macht keinen Spaß. soll mal jemand anders probieren. Also wir können uns auch hier gerne ein bisschen abwechseln, wenn ihr wollt. Ja, also von mir aus gerne. Nicht, dass ich irgendwas sehen würde, wo ich sage, definitiv das und das. Ein bisschen mehr parry, ein bisschen mehr... Ich glaube, du musst mehr den Visor-Modus Time benutzen. Aktivieren, Termin deaktivieren auf jeden Fall. Soll ich mal... Meinst du, der funktioniert, Junge? Ja, du hast ja den Ball. Steuer kurz links, probier's halt. Ja, das jetzt einfach geblockt hat. Vielleicht wäre auch eine andere Nahkampfwaffe besser gewesen. Vielleicht hätten das hätte ich mir auch schon gedacht, wenn man so einen Hammer gehabt hätte, der vielleicht richtig reinhaut. Dass man nur ein paar Mal treffen muss. Ja, andererseits ist die halt schön schnell. Aber macht halt keinen Schaden. Und der blockt halt die Hälfte davon. Dann kommt er damit an. Und wenn mich eins davon erwischt, bin ich will, wenn ich das, tot. Wenn ich seine Angriffe ansehe, will ich die ganze Zeit L1 halten und nach oben oder unten zeigen. Ah. Shifu. Weil der ganze Zeit seine oben Kicks, unten Kicks. Ja, oder halt im Rhythmus blocken, ja, weißt ja, du? So. Ja. Nice. Ja, nee, Sifu ist wirklich ein nettes Spiel. Ich bin ja immer auf der Suche nach guten Martial Arts Spielen, weil es davon zu wenige gibt, meiner Meinung nach. Also so, da meine ich vor allem Kung Fu und sowas. Nur hat Sifu das schwerst zu beschreibende Progression-System, was ich überhaupt jemals versucht habe, irgendwie mal zu beschreiben. Yep. Also es gibt mehrere, also du und kannst Sachen temporär freischalten oder permanent und das nur mit XP, aber es gibt gleichzeitig auch noch Punkte und dein Alter. Und es gibt halt auch so spezifische Sachen daran, die einfach nicht gut sind. Dass bestimmte Progression halt nicht mehr gespeichert wird, wenn du ein bestimmtes Areal, ein bestimmtes Alter erreicht hast. Ja, und dann gehst du zurück und dann wird teilweise Fortschritt resettet, genau. Aber halt nicht komplett. Ja. Und oh mein Gott. Oh. Das ist doch eines der schlimmsten Spiele, das hier in Bezug auf, man sieht nichts mehr, wenn du fast tot bist. True. Einer unserer Pet-Peeves für diejenigen, die diese beiden Podcasts nicht gehört haben. Das ist bei Hooked on Topics. Vor 10 Jahren. Na, zu diesem gut. Zeitpunkt. Mal nicht übertreiben. Nein. Ein bisschen her, aber noch nicht so lang. Vor 10 Jahren. Ah, no! Was halt? Damn. Vor 10 Jahren haben Tom und ich noch versucht rauszufinden, wie der Random Encounter am besten funktioniert. Und Tom hat versucht, das zu Giga zu exportieren. Und das wiederum war ein Epic Battlecry Export. Import. Game Trailers. Also nicht, dass ich das jemals bewusst gemacht hätte bei einem unserer Random Encounter. Nee, aber diese Struktur von Random Encounter, die ist ja auch schon sehr von einem Podcast namens Epic Battlecry entlehnt. Ja, wiederum von wie gesagt, das hast du. Ich habe das schon verstanden gerade eben, aber die Sache ist, ich wusste das nicht. Ja, wow! Das habe ich dir damals auch erzählt. Holy shit. Den kannte ich noch nicht und der war ganz schön. Oh! Schön, dass sowas auch noch gibt. Wie er sich gefreut hat. Cute. Es kann schon sein, dass du mir das damals gesagt hast, aber ich hatte es jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Diesen Move solltest du bei ihm machen. Wenn du ihn Kukri einfach direkt in die Nieren stichst, könnte es sein, dass er vielleicht stirbt. Sagen wir, du sollst das jetzt mal machen. Den Finishing Move. Das habe ich gelernt, nachdem ich alles gemacht habe in Steam, was ich machen wollte. Wenn du da eine Stichwaffe hast, dann kannst du, ich glaube, Dreieck und Kreis drücken, weiß ich nicht genau. Und dann stabst du ihn einfach und er ist sofort tot. Das kannst du auch mit super starken Gegnern machen. Nee, du musst gedrückt halt. Du musst so aufladen. Ja, genau. Und dann in den Bauch stehen. Das ist halt super krass bei so starken Gegnern, die dann einfach one-hitted werden dadurch. Es gibt einen Clip aus meinem Stream, wo in dem Tower-Level, wo du schon unten bist, in dem, in den Höhlen und so. Genau daran habe ich gedacht. Und da gibt's zwei NPCs oder so, die erstmal einen Monolog halten. Exakt, die gedacht, ja. Und es ist, und ich wusste schon, dass es diesen Insta-Kill-Move gibt, weißt du? Und ich hatte ihn bis dahin noch nie ausprobiert. Und ich habe ein Messer und vor mir hält die den Monolog. Ja.
und ich gehe ran und ich stab die einfach tot und ich habe hinterher so ein Lachflash. Ja, also, ich verstehe dieser Clip ist sehr unterhaltsam, weil ich habe, es ist so trocken. Ja. Wundervoll, einfach nur wundervoll. Und jetzt zeig mir, was du kannst. Tot. So. Ehre. Ja, also gerade bei, ich hatte genau das habe ich halt auch gesehen bei diesen Gegnern. Ich dachte so, das war so scheiße, diese zwei Gegner immer zu haben. Das ist vor allem auch hier wieder, ne, Sifu. So scheiße. Es ist cool, dass Sifu einem diese Option gibt, aber beim Freischalten der Moves wird einem nicht gesagt, dass diese Moves bei Waffen einen anderen Effekt haben. Mhm. Ne, weil dieser Aufladeschlag ist etwas, was man freischaltet, aber man schaltet halt für den normalen Kampfstil frei. Ja. Und dann gibt's aber für die Messer, für die Keulen und für die Stäbe gibt's halt auch nochmal extra Special Moves und krass, die verhalten sich vollkommen anders. Und Sifu sagt dir nie, was das ist. Habe ich nie gesehen, tatsächlich, von den anderen. Das habe ich auch erst durch ein Let's Play gesehen mit dem Messer und ich wusste bis gerade auch nicht, dass die anderen nochmal eigene. Na, der lange Stab haben. Zum Beispiel, wenn du da gedrückt hättest, dann macht sie so einen Fußfeger und holt den von den Beinen direkt mit dem Stab. Was ziemlich gut ist. Das ging schnell. Ich habe gerade kurz nicht hingeguckt. Mhm, der war gerade nix. Die Enemy Carrying Shields sind schwach gegen Nahkampfangriffe. Tom, das ist gut zu wissen, ne? Das hilft. Guck mal hier. Aber würdest du nicht helfen, wenn du am Anfang. Warte, er hat gerade nicht angegriffen. Vielleicht ist das der Trick. Vielleicht musst du am Anfang einfach warten. Oh, er hat gerade definitiv. Wenn er aufgibt. Aber also, würde das vielleicht helfen, am Anfang drei Raketen versuchen reinzuballern, dass er ein bisschen Schaden nimmt? Und dann in Nahkampf zu gehen? Vielleicht so eine Jump Attack machen? Oh. Instant Death. Dieses Spiel ist nicht ausgelegt auf diesen Bosskampf. Nein. Nee, leider. Also nicht. Zumindest nicht so, wie ich es gerade spiele. Dann machen wir den Ninja Gaiden-Boss da rein. Wir haben kein Kampfsystem. Kombo. Oh, naja. Okay, wenn ich eine Melee-Attacke mache, um auf die Melee-Dings zu wechseln, fängt er sofort an. Was? Melee-Attacke, um auf die Melee-Dings zu wechseln? Ja, ach so, man weil kann er ja nicht anders auf den Sprung machen wolltest, ne? Genau, ich wollte den Sprung machen. Aber und jetzt habe ich aus irgendeinem Grund meine Waffe fallen lassen. Vielleicht bist du effektiver ohne die Waffen. Ich verstehe trotzdem nicht, was gerade passiert. Warum? Tom wollte den Sprung machen und davon. Ja, aber dann musst du auch keine Melee-Attacke machen. Doch, du musst die Waffen ja erst rausholen und das machst du ja, indem du X und Y drückst. Ach so, genau. Das. Jetzt verstehe ich. Ach, das ist übrigens, so aber, ich glaube übrigens nicht, dass man die Nahkampfwaffen rausholen muss. Ich glaube, man muss einfach nur auf die zielen und dann die Taste drücken. Oder? Okay. Ich glaube, weil wenn du dann hast du ja eine Waffe und dann bist du halt in deinem Schießen-Modus. Kommt eigentlich aber du schießt ja nicht mit der Taste, mit der du den Sprungangriff machst. Aber die werden nicht so. Ich kann es ja mal ausprobieren. Okay. So orange markiert. Ja, okay, so kann sein. Aber ich glaube auch, dass es das eigentlich nicht geht, weil sie nicht so markiert werden. Ja, okay. Das mag sein. Ja, mach dann einfach. Oh, da ging es jetzt ging es plötzlich. Weil du halt einmal angegriffen hast. Ja, weil ich einmal angegriffen habe. Aus irgendeinem Grund ist er diesmal nicht aus seiner Animation raus. Dass er da keine Regenerationsphase hat, sondern einfach weiter hampelt. Es ist, Tom, es tut mir ein bisschen leid, dass du derjenige bist, auf dieses losgefallen ist. Aber wie gesagt, vor allem, den habe ich damals auch noch gespielt, das weiß ich. So, jetzt habe ich das gemacht. Ich erinnere das an gute alte Praise the Casual-Zeiten. Das war gut. Das ist ordentlich Damage. Vielleicht kannst du das versuchen so. Versuch von ihm wegzukommen und mit Sprungattacken anzugreifen. Aber dann macht er das, ja. Es ist dennoch guter Schaden. Ja, aber ich glaube nicht, dass es zuverlässig genug gehen wird. Wenn du Pech hast, killt er dich dann mit dem Sprung. Ja, schon, aber der Thomas. Ja, das ja. Ja. So machen wir es. Damit hat Grundler Saha nicht gut gerechnet. Jetzt hör doch mal auf. Nein, ich hab gedodged. Das kannst du nicht blocken. Achso, ich bin gedodged. Ja, aber das geht ja nur übers Blocken. Ja. Aber das macht ordentlich Damage. Guter Damage. Definitiv. Okay, jetzt kommt er wieder. Mhm. Aber das ist, ich habe gerade erst gestern Nacht wirklich eine Stunde gegen so einen Doppelboss gekämpft in Elden Ring. Und da war es auch so, da musste ich sehr darauf zählen, dass... War das in der Höhle zufällig? Nein. Okay. Da musste ich aber sehr darauf zählen, dass einer der Bosse halt sofort auf mich zugerannt kommt, damit ich genug Zeit habe, gegen ihn zu kämpfen. Und das war einfach völlige Glückssache, ob der auf mich zugerannt kommt oder nicht, oder irgendwo stecken bleibt. Und wenn er dann irgendwo stecken blieb oder nicht auf mich zugerannt kam, wusste ich schon, den kann ich jetzt nicht schaffen. So wie ich den spiele.
Also das machen auch die besten Spiele. Meine Waffen waren wieder weg. Ich weiß nicht, warum er sie manchmal... Ich glaube, wenn du hast manchmal entwaffnet oder so? Ja, wenn du mit denen blockst und zu oft der Block getroffen wird, dann fliegen die weg. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, ich habe das mal gesehen. Guck mal, jetzt fängt er wieder sofort an. Ich glaube, ich habe in Devil's Third Design Works, wo die Entwickler über die Jahre von Designphilosophie, die auf das Spiel hingeführt haben, haben sie ein bisschen darüber geredet, warum sie diese Entscheidung getroffen haben. Weil es ist schwierig an der Stelle, du musst irgendwie balancieren die Herausforderungen, ne, aber es soll ja immer noch Spaß machen, aber jetzt es muss auch eine Forderung geben und so. Ja, ja. Jetzt und hat er mich entwaffnet. Takagi hat, glaube ich, gesagt gerade, lasst mich in Ruhe. Fuck you. Mach das. Genau. Einfach gesagt, scheiß auf Spieler. Alter, die wissen eh nicht, was gut ist. Ja, ja. Ihr seid Teil des Kabals der Presse, lasst mich in Ruhe. Niemand versteht meinen Genie. Anyway, bringt mir nackte Frauen. Also, das hat beim ersten Mal noch am besten geklappt ja. mit dem. Ach, Jesus Maria. Aber es ist auf jeden Fall zuverlässig. Also, naja, zuverlässig ist vielleicht das falsche Wort. Also, es ist guter Schaden, wenn es klappt. Ja, das Problem ist halt, man muss dafür auf Entfernung gehen. Aber wenn er auf Entfernung geht, macht er seine Wurfattacke. Und die ist halt scheiße. Ich dachte, ich wäre schon tot. You weren't. Warum dauert das jetzt so lange zu heilen? Das ist komplett. Ausgewürfelt. Ja, wirklich. Ach, dass mich da der Letzte noch trifft. Ah! Man kann halt den rechten Stick auch so schwer spammen. Stop it! Ist der rechte Stick nicht ducken? Nee, du musst ja, wenn du ausweichen willst. Ach so, das, ja. Habt ihr gesehen, wie das kein Damage? Und dann macht er jetzt das? Das macht Damage. Mhm. Kennt man daran, dass der Bildschirm schwarz-weiß ist. Und dieser echt ätzende Herzschlag. Ach ja, stimmt, das magst du ja nicht. Ja. Aber ich höre es hier nicht so laut. Also zu Hause würde ich es mit Kopfhörern hören und da wäre es sehr, sehr nervend. Ja. Oh. Sir, sie haben Kukri im Kopf. Also spannender sind die Kämpfe in Elden Ring nicht. Wie auch? Du hast auch deinen Kommando schon aktiviert. Das ist so gut. Der scheint so voll wenig. Der verändert die Kombos nicht, man nimmt immer noch Schaden. Nicht greedy werden? Ich verstehe nicht genau, was der bringt. Oh, Sprung. Yes! Oh. Well done. Dankeschön. Phase 2. Wer auch immer du warst, du bist besiegt. Saha. Ja, I guess. Oh, er kam zu Saha. Unsere Tattoos. Er siegte. Naja, nicht wirklich. Mal. Naja, weil du heute im Supermodus bist. Ja, aber wie albern das aussieht. Was? The fuck? That was so weird. Warum hast du dich davon treffen lassen? Sieht aus, als ob eine Alarmanlage wäre. Alarm. Bitte entfernen Sie sich vom Fahrzeug. Bitte entfernen Sie sich vom Fahrzeug. What? Er war ein Held. Er war ein würdiger Gegner und er hat für Ideale gekämpft. Oh, wo war das nochmal? In welchem Spiel? Mach es gut, Samba. Saha! Meine ich doch. Ich habe irgendwas gesehen oder gespielt, wo das auch ein Ding ist. Er hat dafür gekämpft, woran er glaubte. Und das war einfach ein insaner Bösewicht. Wo ich mir so dachte, nein. Oh nein, nicht Meryl ist unterbrochen worden. von nicht Meryl 2. Von nicht Meryl 2. Weil sie erinnert mich wirklich an Meryl. Sie ist auch so Meryl. Sind beide ein bisschen Meryl. Ja. Ivan, did you pick that up? I did. Ah! They wanted to design Vin Diesel so bad. Was für. Können wir darüber reden, was das für ein Level war? Ja. Wir sind denn gefolgt und dann war die noch nicht mal da und alles, was es gebracht hat, war, dass sie am Ende gesagt hat: Geh mal woanders hin. Und wir haben unseren Freund Saha besiegt, den wir noch nie gesehen haben das vorher. Es war das gleiche Level, in dem wir angefangen haben, Minen zu. Entschärfen, in Anführungszeichen. Oh, ich hoffe, diese Mechanik kommt noch in sehr, sehr vielen Levels. Ist das ein Tutorial für ein Strategiespiel? Ja, das sieht so aus wie Gears Tactics. Ich dachte eher so eine Command & Conquer-Mission, wo man geskriptet mit so 2-3 Einheiten die ganze Zeit durch so ein Level gehen muss. Ja. Dann zeigt es dir hier, was das ist. Das ist übrigens das Level, glaube ich, was wir im Stream damals gespielt haben. Ja, immer noch im Brat. Brat. Brat.
Special Economics. Ja, genau, da wird geflossen und die Framerate ist dann gleich nicht mehr überzeugt davon. Geflossen? Nette Minigun, die er da an der Hüfte hat. Sephiroth? Everyone, hold your positions. Sobald sich die Framerate zeigt, schießt. Das ist so ein unspektakulärer Anblick. So, an dieser Stelle ist diese Folge dann auch vorbei. Tom, danke. Gerne. Es war ein großes Opfer, was du gebracht hast, aber nächstes well, Robin, als nächstes ist Robin wieder dran. Ich freue mich. Okay. Das hat trotz allem Spaß gemacht. Lügt wir nicht. Sehen uns dann beim nächsten Mal. Diese Erfahrung hier mit euch zusammen. Aber keine Kaufläche nicht, mehr. Man ja, hört das nicht Knurren. Nicht Devil's Third möchte ich ganz Tom explizit hat betonen. Keine Kaufflächen. Mein Essen ist wie direkt in meine Nerven. Aua. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.